Das ist Musik in meinen Ohren. Du sagst, da ist Kühlwasser. Uhr 20. Zeit, ein paar Sandwiches und meinen Spoiler zu essen. Sauber. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade 7 Stunden Auto gefahren. Morgen um 9 Uhr geht's los. Es passiert endlich, Leute. Ich kann es nicht fassen. Wir sind beim Abstimmer. Viel Spaß mit dem Video. Lasst jetzt sehr gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, wie cool dieser Trip war. Ich habe nichts davon gesehen, aber er war cool. Ich meine, ich esse Sandwiches von einem Spoiler. Guten Morgen. Ich glaube, wir sind im Ruhrpott. Ich sehe den ersten Subaru. Ich habe gewonnen. Wir sind da. Track Toys. Moin, Alex. Moin. Also, wir sind jetzt hier bei der Firma Track Toys angekommen. Wir lesen schon ganz wichtig, Allradprüfstand, Softwareoptimierung und Motorenbau. Willst du ein paar Worte verlieren zu deiner Firma? Oh, wenn ich da was drüber weiß. Ja, die Firma Track Toys, wie du schon gesagt hast, machen hier sehr, sehr viel Abstimmung, viel, viel Subaru. Das ist so, wo ich originär herkomme. Machen aber auch viel frei programmierbare Steuerung für eigentlich fast alle Autos. Viel halt Wettbewerbsfahrzeuge und sowas. Bauen für die Subarus Motoren, machen komplett Umbauten und jede Menge Schwachsinn. Ich bin mal echt gespannt, wenn du das Ding jetzt hörst, weil ich glaube, so ein Subaru hast du noch nicht erlebt. Ja, also gelbe Subarus machen wir auch generell nicht. Ich bin gespannt. Sagen wir so. Neuwagenzustand, oder? Quasi, ja. Ja, das ist ein bisschen. Da regnet es auch rein in die Karre. Das regnet rein. Ja, regnete rein. Batterie ist auch schwach, super dann zum Steuergerät flashen. Der ist ja wirklich foliert, ein Traum. Mir fällt einer mit dicken Eiern oder warum ist das hier weggescheuert? Ey, du glaubst es nicht, was da hing, als ich den gekauft habe. Ich habe den von einem Händler gekauft und da hingen so LED-Eier oben am Spiegel. Weihnachtsmann. Richtig. Das ist schon mal gut. Nichts davon ist verbaut. Sag mal, hast du hier überall positiven Sturz aus der Kiste? Das Fahrwerk wurde gerade eingebaut, ist noch nicht vermessen. Ne? Komm, guck mal drunter, oder? Ja, ich hole ganz kurz meinen Aufsteller. Der liegt hinten. Jetzt muss ich hier einbrechen, verdammt. Die hinteren Türen, das war alles ab zum Folieren, ne? Ja, jetzt. Ah ja, Hunger. Träumchen. Hier gebastelt. Das ist 3D gedruckt. Das ist ein Cold Air Intake. Ja, schön. Das ist das Beste. Du glaubst aber gar nicht, wie viele das so machen. Ja. Marke Besenstiel. Das gute HKS, was nie dicht ist. Das ist kein HKS. Ah, träum weiter. Also die Originalen sind schon bescheiden. Ja. Die nachgemachten, vielleicht klemmen wir es nachher ab. Was ist das für ein Turbo? China. Ist ein Turbo. TD0520G aus China. Ah, wir werden so viel Spaß haben. Du vielleicht. Ja, du nicht. Habe ich ja schon geahnt, aber ist okay. Besten Klemmen. Ja, das ist für die Lüftersteuerung. Die funktioniert auch wirklich gut. Man darf es nicht machen, weil die kriegt man immer gleich einen auf den Sack, aber wir sind echt gut. Was für Lüftersteuerung. Ja, hier fehlt ja auch einer. Ja, ich weiß. Aber der eine funktioniert. Ich schwöre. Ich schwöre. Wir werden sehen. Was würdest du denn sagen? Fällt dir irgendwas auf? Da ist tatsächlich ein EJ drin. Ja, das stimmt. Das ist schon mal alles. Aber war der schon immer drin? Was ist denn das für ein Modell? War mal ein Automatiksauger. Oh, Automatiksauger. Mhm. Hättest du immer drin gelassen. Ja. Was würdest du sagen, was habe ich für den Haufen gelöhnt mit bis 23,10 TÜV? Du meinst, wie viel Geld hast du dafür geboten bekommen, dass du den nimmst? 4? 4,5. 4,5. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Karosse geht noch einigermaßen, ja, ne? Ja, Karosse ist echt gut. Also Todesgriff hat er auf der Seite. Kannst du den Kopf schon durchstecken oder? Nee, habe ich gemacht. Schellen sind alle dicht. Gehe ich mal von aus. Der Ladeluftkühler? Ja, die sind nämlich meistens nicht dicht, ansonsten drücken wir gleich mal ab. Aber ja. Luftmassenmesser neu, ganz wichtig, das habt ihr gut gemacht. Danke. Sehe ich schon. War teuer genug. Ja, Schnapper, oder? Die Dinger. Ja, ist total günstig. Eine schöne Sache. So, dann ist immer ganz wichtig, dass Unterdruckschläuche drauf sind. Vom Benzindruckregler der Schlauch, bis der sitzt. Habt ihr auch schon mal neu gemacht? Du willst mich jetzt schocken mit dem Ding, aber ich hatte schon schlimmere. Nee. Tatsächlich, ja. Doch. Ey, das ist ein Kompliment. Vielen Dank. Ich hatte echt schon schlimmere. Ich hatte auch schon so Dinger, wenn wir beim Benzindruckregler sind, da hat einer einfach einen zweiten in Reihe reingebaut. Ja. Dann hat man halt doppelte Leistung. Doppelten Benzindruck quasi. Das ist wie wenn du zwei Turbos reinbaust. Da hast du quasi doppelten Ladedruck.
Friktopelle ist auch drin, ist ganz wichtig, schmeißen viele immer raus, ja. Wenn sie da neue Schläuche reinmachen, ja. Und wundern sich, dass sie dann keinen Ladedruck mehr haben. Das ist doch Träumchen, oder? Ja. Solange er dann noch läuft. Ja, ich habe hier auch schon was vorbereitet im Innenraum, brauchen wir gar nicht viel abbauen. Müssen einfach nur hier dran ziehen und dann sind wir direkt dran. Einmal Schnellverschluss. Hille! Ja, ich weiß. Hille. Ich weiß es nicht warum. Hey, das war ein gutes Video. Das Ding läuft noch? Ja. Ja, ist doch schön. Das ist sogar nicht mal das Originale, sondern die China-Variante. Die Flashstecker, das ist schon mal gut, dass sie die hier haben. Ja, schön. Ja. Ich freue mich, glaube ich, noch viel mehr. Denn jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt kannst du mich nicht mehr wegschicken. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Jetzt müssen wir was machen. Jetzt müssen wir ihn klein kriegen. Wollten wir nicht einfach nur das Auto begutachten? War das jetzt so? Wir wollten noch eine Eingangsmessung machen, in der Hoffnung, dass er keinen Motorschaden bekommt. Ich klemme erstmal alles an Sensorik dran, weil ich gebe mit dem Ding nicht einmal Gas, bevor ich dann keinen Überblick darüber habe, was das Ding macht. Wir machen eine Eingangsmessung gerne, wenn er denn richtig läuft. Wenn er Faxen macht, mache ich das nicht, weil ich habe keinen Bock, Prüfstand zu putzen, das ist ganz eklig. Ich helfe dir auch. Saugertacho ist super, Anzeige reicht auch, 220, du rennst dir nachher eh bei 130, damit du nicht kaputt machst. Aber weißt du, was das Beste ist? Schöne Brille, ne? Das hier ist ja die geil. Schnelle Brille. Darf ich die mal aufsetzen? Ja, klar. Herzlich willkommen auf dem Filigran-Kanal. Moin! Das gibt ein gutes Thumbnail-Video. Ja. So. Vielleicht kriegen wir ein besseres, wenn wir auf dem Prüfstand waren und der Motor kaputt ist. Wir gucken mal. Nein, wir machen hier keine Motoren kaputt. Ihr habt eine Breitbandlampe. Ja. Das ist schon mal... Muss das sein, dass der so laut ist? Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht was undicht. Steht dir aber? Ja, ich finde gelb ist meine Farbe. Ja. Wie ein kleiner Sonnenschein. Gefällt mir. Achso, wir sind gar nicht auf die Motorkomponenten eingegangen. Da ist ein bisschen was gemacht auch. Verfuscht oder was meinst du? Nee. Also weiß ich nicht. Läuft. Oh. Der hat Stehbolzen, habe ich mal gesehen, als ich die Ventildeckeldichtung gemacht habe. Dann habe ich mal den Motor ausgebaut, weil ich die Kupplung machen wollte. Und dann habe ich gesehen, dass der Haarschaftpleuel drin hat. Ja, das ist doch schön. Ja, finde ich auch. Habe ich mich gefreut. Hilft ihm aber auch nicht. Ich freue mich da nicht, weil meistens ist das Original besser zusammengebaut, als wenn sich irgendwer versucht hat, der das Auto so zusammenbaut. Bei der Qualität des Umbaus mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich bin immer noch stolz, dass du gesagt hast, es ist nicht der schlechteste, den du hast. Also bisher, wir gucken jetzt mal. Und was sagst du, was drückt er? So, jetzt macht er 240 PS, sage ich. 240? Ne, 250. Ich sag 260. Wenn er wirklich seinen Serienladedruck hält, dann ich 240. 240? Ja, dann drückt er vielleicht 270. 70 macht er vielleicht schon. Weiß ich nicht. Jetzt bist du aber ein bisschen zu überzeugt. Ich habe da noch nie Kompression gemessen. Kann auch sein, dass er gar keine hat. Geiles Ding. Aber er springt immer an, deshalb dachte ich, never change a winning team. Freue mich, Leute. Endlich geht's los. Also es sieht schon echt professionell aus hier mit deinem Prüfstand-Setup. Also da würde ich schon bei Track Toys mal vorbeischauen, wenn ich was zum Abstimmen habe. Dino-Craft. Wie viel PS hält er aus? Alles. Tuner macht immer Angaben, ja, der macht so und so viel PS. Okay, was war das Stärkste, was drauf war? Na, vom Druck her so 1200 Newtonmeter auf einer Achse. Waren gar nicht so viel, 700-800 PS oder so. Okay. Apropos, wollen wir vielleicht mal ein Kennzeichen abschrauben? Das steht ein bisschen im Wind. Ist ja nicht so, dass wenn du auf der Straße fährst, dass das dann auch dran ist. Ne? Ich fahre nur ohne Kennzeichen generell. Ich will gleich Eiko anrufen und ihm stolz berichten, was er gedrückt hat. Wir sind auch immer am Rätseln. Dass sein C-Klasse einpacken kann. Bis 150, danach kann er machen, was er will. Ist auch vielleicht ein Saugergetriebe drin, wissen wir noch nicht. Ja, das ist auch vielleicht dein Problem. Wir können das dringend mal in den Zaum halten und trotzdem Leistung rausholen. Okay. Ja, so dass das hält. Weil die machen generell Probleme, die Getriebe, bei zu viel Drehmoment drücken sich eine Ausgangswelle auseinander im Getriebe und dann gibt es Karies. So, was schließt du da jetzt an? Den zweiten Klopfsensor. Ja. Damit hört der Alex nochmal alles genau ab. Für die Sicherheit. Genau, für die Sicherheit. Das kann, weil der Originalen hörst du ja nicht. Ja. Dann steckt er sich Kopfhörer rein, hört nochmal alles ab. Quasi wie ein Doktor. Genau. Und dann hinten ist noch eine Landersonne drin, weil er der nicht vertraut hier drin ist. Hey. Ja, machen wir aber auch immer die Sicherheit rein. Ja. Das gibt mir als Kunde ein gutes Gefühl bei tracktoys.de. Du hast viele Kabel. Ja. Schön.
zum Strangulieren. Machst du das beruflich? Strangulieren, ja. Das Steuergerät ist ja scheinbar schon gemacht. Ja, das war ein Rechtslenker, weil du hier auch die Flashstecker und alles hast auf der Seite. Das war auch noch ein Rechtslenker, ja, schön. Ist super, oder? Ja, ist wirklich Frankenstein, alles. Ah, das ist voll okay, so, wo haben der wir den ist links. Hin? Ah, hier, da irgendwo. Ja, ja, ich sehe. Da steckt noch das Kabel drin. Ja, ist hier hochprofessionell. Ich bin froh, dass ich noch nicht rausgeschmissen wurde. Wie gesagt, den Kummer gewohnt ist, alles gut. Der scheint Erfahrung zu haben, der Mann von tracktoys.de. Ja, ich stehe auf Herausforderung. Bin ich aber mal gespannt. Scheint ja schon ein paar Subarus abgestimmt zu haben. Das ist nur GC8 aus dem Prüfstand, das sind die Kenbus Subaru Chimera. All das sind alles die ganzen neueren. Ja. 01 bis 5 STI, WX. Ein Prüfstand haben wir jetzt nur ein Jahr, eineinhalb oder so. Alter, ich bin aufgeregt. Ich freue mich aber. Nee? Ja, Routine. So viel Routine, der Mann von tracktoys.de. So viel Routine. Ja, das checkt nochmal das Öl. Und? Wichtig, voll. Auch für Sicherheit ist bei der Firma tracktoys gesorgt, die guten 3M-Kopfhörer. Wenn wir Mondsatz dann abziehen. Weil es erstmal Windbremse ohne Bremsung von der Radleistung auf die Motorleistung zu überhöhen ist, genau. Ja. Das ist natürlich immer temperaturabhängig und so weiter. Die großen Felgen sind Stromgas und so weiter, Stromgasse. Wir müssen Energie, die beim Beschleunigen aufnehmen und beim Entschleunigen abgeben. Das versuchen wir so genau wie es geht auszumessen, damit dann die Motorleistung möglichst stimmt. Ne? Also das war mein erster Prüfstandslauf. Schon böse, oder? Ich fand das sehr spannend. Ja, okay. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Dass ihr so ein Pleuel entgegenkommt. Ja. Normalerweise schicken die Kunden auch immer da oben hin. Ja. Hinter 5 Meter Panzerglas. Ja, oben raus magert er jetzt schon ab, weil er zu viel Ladedruck macht. Oh. Ja, das ist schade. Ja. Aber es war noch so, er hat nicht. Also Teillast klingelt ja teilweise ein bisschen. Ja. Aber sonst war jetzt nicht. Er nimmt es auch raus. Die Motorkontrollleuchte hat auch immer mal geblinkt, ach, wenn er geklingelt hat. Also ja. Da ist irgendwas drauf, was das dann auch triggert. Ich vermute Ecolabs, aber wenn wir die Nummer nicht haben, können wir ihn manuell schlecht nach der Firmware dafür fragen. Das ist das Problem. Mhm. Aber ansonsten läuft er eigentlich okay. Ach, sieht schön. Jetzt keine Wurst vom Teller, aber. Das hat 330, 340 Newtonmeter. Ja. Macht halt unten raus 0,9 Bar und oben raus mit der Ladedruckregelung. Und mit mehr Abgasstrom geht halt ein bisschen hoch auf 1,1, 1,2. Ja. Das reicht den Düsen aber auch schon, um abzumagern. Also Lambda okay. 0,85 ist bei den Motoren schon sehr mager. Läuft okay und der Volllast hat jetzt nicht geklingelt. Lief auch relativ fett bis auf oben raus. Mhm. Und ja, sieht eigentlich okay aus, oder? Kannst du so lassen. Gut, dann da haben wir es. Fertig, Feierabend, würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt am Motor 298. Genau. Und 336 Meter. Das ist ja schon krass eigentlich. Ja, Allrad bei den Dinger frisst halt viel Leistung. Ja, klar. Das ist halt das Problem. Also da kommen auf der Straße kommen vielleicht 250 an. Ja. Aber trotzdem, für den ganzen Kram, den wir da reingeschraubt haben, dass der einfach so mal 300 PS am Motor drückt, finde ich jetzt schon. Aus dem Ärmel geschüttelt. Finde ich jetzt schon krass. Am Rad hat er hier nämlich nur 243 PS. Nur. Ne? Ja, das sind aber halt paar 50 PS, die das schluckt. Ja. Ne? Die Werksangabe, ne? Bezieht sich das auch auf Radleistung oder ist das Motorleistung? Die 218 PS? Werksangabe ist Motorleistung, okay. Die 218. Die haben sie auch ziemlich genauso. Ja. Die 220 PS machen die immer Serie. Ja, das heißt, am Rad haben die
Irgendwas bei 170, 180, ja. Ist ja nix, peinlich. Deiner nicht. Deiner 240 am Rad. Ist ja. Doch schon okay, oder? Für so ein China-Tuning finde ich das jetzt schon gut. Siehst du, schneid mal ab, Feier. Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende des ersten Videos angekommen. Vielen Dank nochmal an Alex von TrackToys.de. Ja, moin. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich habe euren YouTube-Kanal verlinkt und Instagram, ne? Da können die Leute mal abonnieren jetzt gerne für Motorabstimmung, allgemein Tuning einfach. Ne? Yes. Okay. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Und morgen kommt dann schon direkt das nächste Video. Hier wird aufgenommen, bis die Speicherkarte voll ist. Morgen ist nämlich Motorschaden. Genau. Habe ich da größere Düsen gehört? Also es sind definitiv größere Düsen. Ja, es sind definitiv größere. Das ist Musik in meinen Ohren. Du sagst, da ist Kühlwasser. Ja.